Moin Leute, was geht? Mein Name ist Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute spiele ich Exo-Überlebenskampf mit dem Thema YouTuber. Erfolgreich werden. Erstens einmal, erfolgreich auf YouTube zu werden, das musst du folgendermaßen vorgehen. Du musst Futter für die dummen Massen machen und da gibt es Millionen inzwischen. Wenn ich zumindest die Abonnenten angucke, wie viele Abonnenten die haben, dann kann ich mir nur denken, hey, what the fuck, wir sind alle dumm, Alter, ehrlich, alle dumm. Leute, was findet ihr an einem Concrafter Luca zum Beispiel? Was findet ihr an diesem geilen YouTuber? Ich bin's, Concrafter Luca. Ey, Minecraft. Immer seine Fresse in den Videotitel, Alter. Es fällt mir natürlich auf, ich sag ja nur, wie es ist. Es geht doch nur noch um die Kohle, ehrlich. Es geht nur noch um die Kohle. Nur noch um Geld. Warum macht ein Concrafter Luca was mit einem Dings? Warum macht eine Beauty-Tusse was mit der anderen Beauty-Tusse? Zufall? Hallo? Nein, Money, Digga, Money! YouTube-Gang und so eine Scheiße und Pranks und Leon Mascher, die größte Pussy auf YouTube, Alter. Oh, Mann. Was ich mit dem alles anstellen würde, ehrlich. Oh fuck, Digga. Oh fuck. So, also, ich werde auf jeden Fall den Fall der großen YouTube-Stars machen. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass alle großen YouTube-Stars auf YouTube verschwinden werden. Und das dauerhaft. Die ganzen Kanäle werden geschlossen. Und, ja, ich werde Beweise sammeln für ihr falsches Spiel, was die alles treiben. Und dann geht's richtig ab, Alter. Aber ich brauche eure Unterstützung, indem ihr halt einfach ein Like da lasst. Und dann können wir das zusammen schaffen. Ne? Sonst schaffen wir das nicht. So. Okay. Jetzt killen wir diese Muschi da unten. Ja, ich verachte die deutsche YouTube Community, wenn ich das so sagen darf. Du Muschi, komm her, du Fotze! Du Fotze, ich bin's, YouTube Gamescom auf der Sony PS4, du Hurensohn. Jawohl, komm her, Digga. Ich seh dich, du Muschi. Ich hab Hack drin, Digga. Hack. Jawohl, so läuft das. Hacker ist am Start. Ja, auf jeden Fall. Es geht nicht nur mir so, es geht schon auch den etwa 1% der anderen YouTube-Nutzer so, dass sie einfach diese YouTuber verachten. Na klar, 99% schauen den Mist an, aber es interessiert mich nicht. Ich sag knallhart. Ist mir egal, ob ich die Abonnenten bekomme, Digga. Ist mir egal, ich habe alles überstanden. Alles auf YouTube. Alle Beefs habe ich überstanden. So. Und ihr könnt mich nicht kleinkriegen, ihr Muschis. Das schafft ihr nicht. Und die YouTube-Stars sind die angebliche YouTube-Armee von den YouTuber. Die interessiert mich sowieso nicht, Digga. Die hat mich noch nie interessiert. So. Jetzt passt mal auf, wie man das macht. Ihr springt hier hoch. Dann macht ihr die Rusher-Technik. Zack. Und dann geht ihr rein. Zack. So. Ah! Fuck! Warum bist du jetzt blau? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ja. Okay, ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Diese deutsche YouTube-Community ist halt beschissen, wie sie ist. Ah, du Schwein, du Hundesohn. Du Köter, du. Ja, du kannst mich nicht killen. Ja? Gottmut. Gottmut, Digga. Gottmut, du Hundesohn. So. Entschuldigung, dass ich hier so ausraste, aber da kann ich meine Emotionen nicht verstecken. Ich bin eigentlich ein ganz gechillter. Ich habe da eigentlich gar keine Probleme. Und ich bin auch nicht neidisch auf andere. Oh, da muss ich jemandem helfen. Wartet mal, Leute. So, schaut mal. Ich bin der Retter des Guten. Und ihr unterstellt mir, dass ich irgendwie neidisch bin? Guck mal, ich habe diesem Mann geholfen, diesem Soldaten. Nein, nein, nein. Nee, da habe ich kein Verständnis dafür. Okay, Leute, ich kann euch nur sagen, dass ihr die deutschen YouTuber verachtet. Unter anderem Montana Black hauptsächlich. Dann solltet ihr Leon Mascher deabonnieren. Dann solltet ihr Julian Bam deabonnieren. Beauty Palace schaut ihr sowieso nicht an. Es sei denn, ihr seid vom anderen Ufer. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, eigentlich gibt's nichts mehr zu sagen. Abonniert lieber mal Galileo. Oder vielleicht, oder weiß ich nicht, ist mir auch egal. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Eure Gamescom auf der PlayStation 4. Und ciao.